1982 erblickte ein sagenhafter Held das Licht der Kinderspielzimmer. Spielzeughersteller Mattel brachte den He-Man raus. Ein mächtiger Krieger, der im Kampf gegen den bösen Skeletor viele Abenteuer erleben sollte. Aus dem Spielzeug wurden Comics, aus den Comics wurden Trickfilmserien und Ende der 80er Jahre gab es sogar einen Film, Masters of the Universe. Der kam zwar nicht so gut an, wurde aber für viele Fans trotzdem zu einem Kultklassiker. 2019 soll nun endlich ein neuer Masters of the Universe Film in die Kinos kommen und die Legende von He-Man wieder aufleben lassen. Wir verraten euch jetzt alles, was wir zum Film wissen und wer dieser He-Man eigentlich genau ist. Kommen wir zu He-Man selbst. Er ist eigentlich Prinz Adam vom Planeten Eternia. Adams Aufgabe ist es, Castle Grayskull zu beschützen. Right you are, Furface. Das Schloss birgt zahlreiche Geheimnisse und magische Gegenstände, die der böse Skeletor für sich beanspruchen will. Allen voran steht eine magische Kugel, in der die gesamte Macht von Eternia vereint ist. Adam wird zum Beschützer von Grayskull, um Skeletor davor zu bewahren, die Macht an sich zu reißen und Eternia zu beherrschen. Mit dem Schwert der Macht wird aus Prinz Adam dann He-Man und als He-Man wird er zum mächtigsten Menschen im Universum. He-Man! Das nächste Mal solltest du so höflich sein, anzuklopfen. Auf ihn! 1987 kam mit Masters of the Universe der erste und bislang einzige Live-Action-He-Man-Film in die Kinos. Dolph Lundgren schlüpfte in die enge und knappe Hose von He-Man und kämpfte auf der Erde gegen die Schergen von Skeletor. Das Problem war nur, dass Dolph Lundgren zum damaligen Zeitpunkt kaum Schauspielerfahrung hatte. It's all right. Don't be afraid, I won't hurt you. Außer seiner ikonischen Rolle in Rocky 4 als Ivan Drago. Deswegen setzte Regisseur Gary Goddard voll auf Frank Langella als Skeletor. Langella war unter anderem als Dracula-Darsteller einer breiten Masse bekannt. Und Langella nahm die Rolle an, wenn auch nur, weil sein damals 4 Jahre alter Sohn ein riesiger He-Man-Fan war. Aus Angst, Lundgren könnte den Film nicht tragen, konzentrierte sich Goddard ganz und gar auf Langella als Skeletor und wollte die Geschichte viel mehr aus der Sicht des Schurken erzählen. Everything comes to he who waits. Mit dem ersten He-Man-Film wollte Mattel eigentlich das sinkende Interesse an den Actionfiguren wieder steigern, stellte dabei aber ziemlich harte Anforderungen an Regisseur Gary Goddard. Wie in den Comics und den Zeichentrickserien sollte He-Man niemanden verletzen oder gar töten. Goddards Team musste so aus Skeletors Armee eine Armee von Robotern machen, was aber nie so wirklich im Film erwähnt wird. He-Man, thank the sorceress you're alive! I've been looking for you! Die Produktionsfirma Cannon Group pries Masters of the Universe als Star Wars der späten 80er an und naja, das Aussehen der Truppen Skeletors und die Lichtblitze könnte man schon als Kopie von Star Wars sehen. Nur leider kam Masters of the Universe nie an den Krieg der Sterne heran. Kult wurde der Film trotzdem. I have a really bad feeling about this. Doch seit 87 ist es filmestill um die Masters of the Universe geworden. Dennoch wurde seit 2007 fleißig daran gearbeitet, einen neuen Film ins Rollen zu bringen. Damals noch sollte John Wu He-Man drehen und hätte sicherlich auch dort gut seine Markenzeichen Tauben und Zeitlupen unterbringen können. Doch John Wu wurde 2009 von Joel Silver abgelöst, der dann 2012 G.I. Joe Regisseur John Chu weichen musste. Leider wurde auch daraus nichts. 2014 dachte man an Star Wars 8 Regisseur Rian Johnson oder auch an S-Regisseur Andres Muschietti. Schließlich wurde Drei Engel für Charlie Regisseur MCG auserwählt, um He-Man auf die Leinwand zu bringen. 2017 übernahm Drehbuchautor David S. Goyer das Ruder, überarbeitete das Skript und sollte ursprünglich auch Regie führen. Für den Regieposten sind aber seit 2018 die Nie-Brüder Aaron und Adam vorgesehen. Eine interessante Wahl, vor allem weil die beiden Brüder bislang erst einen größeren Film veröffentlicht haben. The Last Romantic erschien 2006 und kostete die Brüder nicht mehr als $20,000. Es wird also interessant sein zu sehen, was sie mit He-Man anstellen werden.
It's really hard. Wie aber soll der neue Masters of the Universe aussehen? Genaueres steht noch nicht fest, auch wenn schon mehrfach am Drehbuch gearbeitet wurde. Ein möglicher Story-Leak geht aber davon aus, dass wir die Vorgeschichte zu Skeletor bekommen werden. Für den Film wären er und Adam Brüder. Während Adam der unerfahrene und junge Bruder ist, der als schwarzes Schaf der Familie angesehen wird, ist Keldor der perfekte Sohn, der dem Vater, König Rendor, schon bald als Herrscher von Eternia folgen könnte. Doch eines Tages stellt Rendor das Wohl seines Volkes über das seines Sohnes, der sich daraufhin betrogen und verraten fühlt. So wendet er sich ab und schwört bittere Rache. Skeletor ist geboren. Now there is only Skeletor. Es ist dann ausgerechnet die Aufgabe des unerfahrenen Adam, sich seinem Bruder in den Weg zu stellen. He-Man ist geboren. Für den neuen Masters of the Universe Film wäre es auf jeden Fall am besten, wenn er komplett auf Eternia spielen und uns die zahlreichen Charaktere näher bringen würde. Schließlich hat die Mattel Spielzeugkollektion so einige zu bieten. Da wäre Duncan, der auch Man-at-Arms genannt wird. Er ist General und Waffenspezialist und ein treuer Diener des Königshauses, der sich zudem gut mit der Geschichte Eternias auskennt. Seine Tochter ist die bezaubernde Teela, die aber auch ordentlich zuhauen kann. Sie führt die königliche Wache an und ist verantwortlich für das Training und den Schutz von Adam. Somit wäre sie auch ein möglicher Love Interest für Adam, sollte sie im Film auftauchen. Come back here, we're not finished. Natürlich dürfen wir Adams treuen Tiger nicht vergessen, der zu Battlecat wird, wann immer He-Man ihn braucht. Oder Orko, ein kleiner Magier, der ursprünglich als komischer Sidekick für die Serie entwickelt und zu einem Fanliebling wurde. Für He-Man ebenso wichtig ist aber auch seine Zwillingsschwester Adora, die zu She-Ra wurde und sogar ihre eigene Zeichentrickserie hatte und jetzt wieder eine bekommt. Ab November diesen Jahres zeigt Netflix die Serie She-Ra and the Princesses of Power und läutet so eine neue Ära für Adora ein. Auch auf der Seite von Skeletor gibt es zahlreiche wichtige Charaktere, wie seine rechte Hand, der furchteinflößende Beastman oder die böse Hexe Evil-Lyn, die selber Ambitionen hat, Herrscherin zu werden. Sie könnte im Film auch innerhalb von Skeletors Reihen für Ärger sorgen. Welche Charaktere des He-Man-Universums am Ende tatsächlich im Film sein werden, ist noch ungewiss. Aber es sind auf jeden Fall genug da, um einen Film zu füllen. 2019 soll Masters of the Universe schon in die Kinos kommen und bislang steht noch niemand für die einzelnen Rollen fest. Dolph Lundgren wollte mal Chris Hemsworth, aber wegen der Ähnlichkeit zu Thor sagte der schon ab. Twilight's Kellen Lutz war auch mal im Gespräch und hat seine muskulösen Vorteile in The Legend of Hercules schon gezeigt. Wer es am Ende werden wird, ist aber noch offen. Wen würdet ihr euch für die Rolle des He-Man wünschen? Welche Charaktere müssen eurer Meinung nach unbedingt im Film auftauchen? Schreibt es uns in die Kommentare. Falls ihr jetzt noch ein anderes Video schauen wollt, gibt es hier ein paar Vorschläge von uns.